Bei Rot sind die Fenster ganz weit offen. Auf ein Ende von Corona können wir nur hoffen. CO2-Ampel, leuchte auf. Die Kälte nehmen wir in Kauf. In diesen Tagen werden in allen Schulen und Kitas in der Stadt Coburg CO2-Sensoren installiert. Die kleinen Geräte zeigen in den Farben einer Ampel an, wann die Luft im Klassenraum verbraucht ist und Fenster zu öffnen sind. So auch in der Jean-Paul-Grundschule. Also die CO2-Ampel, das ist so ein Kasten, der hängt an der Wand und der misst halt die Luft. Ich finde es sehr schön, dass wir die haben, weil wir haben dann mehr Infos, wie wir die Luft ist. Und dann müssen wir nicht ständig schauen, hierher. Ja. Und dann wissen wir auch, dann ist die Gefahr zu Corona geringer. Grün ist es halt dann so, dass alles gut ist, in Ordnung. Bei Gelb muss man die Fenster schon ein bisschen öffnen. Und bei Rot muss man die halt ganz öffnen, die Fenster. Das kleine Gerät misst den CO2-Gehalt der Raumluft. Ziel der Sensoren ist es, das Infektionsrisiko einzudämmen und den Kindern und Jugendlichen wieder etwas mehr Normalität zu verschaffen. Die Klasse 2b der Jean-Paul-Grundschule ist begeistert. Sie kennen jetzt einfach die CO2-Ampel schon, war natürlich auch bei der Installation eine große Aufregung. Aber ich bin auch sehr froh, dass mich die Kinder darauf hinweisen. Manchmal vergesse ich es eben auch. Und die Kinder sagen dann, Frau Hamberger, es muss gelüftet werden. Und dann machen wir natürlich die Fenster auf und bewegen uns, damit es uns doch nicht so kalt ist. Bei den Sensoren, die über das Bauamt der Stadt Coburg ausgeschrieben wurden, steht die Qualität im Vordergrund. Die Stadt Coburg hat insgesamt 600 CO2-Sensoren bestellt. Die Ausschreibung erfolgte vor 4 Monaten. Ja, das ganze Ausschreibungsverfahren hat natürlich etwas Zeit in Anspruch genommen. Wir mussten ja trotzdem sehen, dass die Qualität gewährleistet ist und dass wir für alle Bieter die gleichen Kriterien ausschreiben. Dieser Vorgang hat einige Zeit gedauert. Dann haben wir die Bestellung in Auftrag gegeben. Und dann haben natürlich die Lieferanten schauen müssen, dass sie die Flut der Bestellungen, weil wir als Stadt Coburg, wir waren nicht die Einzigen, die diese CO2-Sensoren bestellt haben, dass dann diese ganzen Aufträge auch abgearbeitet werden konnten. Und das hat sich jetzt bis in den März hineingezogen. Doch nicht nur für Schulen und Kindergärten sind solche Geräte sinnvoll. Die Sükta Chor setzt seit mehreren Monaten auf diese Technologie. Mit dem sogenannten Warnwürfel sind Besprechungen im Betrieb sicher. Ja, also der Würfel ist eine Entwicklung hier von uns, von Sükta Chor. Wir hatten anfangs eine Ampel hinzugekauft, die aber 2 große Leuchten hatte. Das war uns ein bisschen zu auffällig. Wir wollten das reduzieren und wirklich nur dann ein Warnsignal geben, wenn eine Lüftung notwendig ist. Und ja, haben dann ein bisschen experimentiert mit dem Gehäuse und sind dann schließlich zu dem Modell gekommen, wie wir es heute selber hier herstellen können. Wer auch als Privatperson oder Firma Interesse an einem CO2-Warnwürfel hat, kann sich gerne telefonisch oder per Mail an die Sükta Chor wenden. Ob in der Schule, in Unternehmen oder privat, die Technologie hilft uns, das Infektionsrisiko zu mindern, sodass hoffentlich bald wieder etwas mehr Normalität einkehren kann.